Herr Broder, Sie vergleichen das Flüchtlingsproblem mit der Lage einer Lawine und sagen, bitte bitten Sie eine Lawine, sie soll auf halbem Weg zum Tal anhalten. Wollen Sie damit sagen, dass die Lage außer Kontrolle ist? Die ist schon lange außer Kontrolle. Ich könnte auch sagen, bitten Sie mal, ein Wasserfall soll aufhören zu fließen. Wir reden jetzt über Maßnahmen. Wir reden aber nicht darüber, wann es angefangen hat. Und das hat viel früher angefangen. Ich habe vor kurzem einen alten Text von mir gefunden vom 4. Januar. Da geht es schon darum, dass alle Vorschläge machen zu einer Kontrolle der Flüchtlingsströme. Flüchtlingsströme. Ja. 4. Januar. Wir waren da allerdings alle mit Griechenland und den Krediten beschäftigt. Deswegen haben wir das nicht so wahrgenommen. Die Lage ist total außer Kontrolle und es ist erst der Anfang des Kontrollverlustes. Es wird noch Ärger kommen. Herr Broder, die Große Koalition, das können wir seit dem Wochenende spätestens, aber auch schon vorher beobachten, streitet um den richtigen Weg. Streitet sie wirklich um den richtigen Weg oder streiten die einzelnen Parteien nicht auch darum, was ja nicht illegitim wäre, was beim Wähler am besten ankommt? Sie streiten erstmal darum, mit möglichst wenig Gesichtsverlust dazustehen und die Versäumnisse der letzten Zeit durch eine Hektik und eine Umtriebigkeit heute wettzumachen. Ich habe das heute nachgelesen. Die haben am Wochenende 17 Stunden getagt. Ja. 17 Stunden. 2 Stunden war davon Herr Gabriel mit dabei. Und nach diesen 17 Stunden ist ein 6-seitiges Positionspapier herausgekommen. Das erinnert mich an die alten Tagungen, die wir vor 50 Jahren beim SDS hatten. Man hat die ganze Nacht durchgemacht und am Morgen hatte man ein Positionspapier. Das zeigt, wie schwer das Thema in den Griff zu kriegen ist. Nein, es zeigt einfach, dass die Leute überfordert sind. Ich sage das ohne jeden Vorwurf. Das ist eine Situation, die würde jede Regierung überfordern. Auch eine Regierung, die sich darauf vorbereitet hätte. Aber diese Regierung ist besonders überfordert, weil sie von Anfang an nicht den Willen hatte, sich dieses Problems anzunehmen. Und weil man in einer Art von feudalem Gemütsausbruch geglaubt hat, die Kanzlerin macht das schon. Wir leben ja zurzeit nicht in einer parlamentarischen Demokratie mit 16 Landesparlamenten, 16 Ministerpräsidenten. Wir leben in einer Art von mildem Patriarchat, wenn Sie so wollen. Matriarchat, entschuldigen Sie bitte. Da ist der Macho aus mir ausgebrochen. Ja, ja, ein Matriarchat. Und Sie sagen ja, das ist ein unmöglicher Zustand. Und Sie sagen ja, Herr Broder, ist Ihre These, Ihre Beobachtung, diese Regierung ist seit langem oder seit längerem bei diesem Thema nicht mehr handlungsfähig. Nein, sie ist nicht handlungsfähig, weil sie sich daran gewöhnt hat, alles sozusagen als Material zu betrachten. Wir reden ja auch von den Flüchtlingen, von den Einwanderern, als wären das Untertassen, wissen Sie, oder Socken. Wir können sie gebrauchen, weil wir eine demografische Lücke haben. Es sind Facharbeiter, es sind keine, das wissen wir inzwischen. Das sind Menschen, die aus irgendwelchen Gründen herkommen und zum Teil vermutlich aus obskuren Gründen, die wir nicht kennen. Ja. Heute meldet Welt Online, dass sich die Flüchtlinge in Griechenland weigern, direkt ausgeflogen zu werden. Ja. Direkt ausgeflogen zu werden. Das hat es doch in der Geschichte der Fluchtbewegungen noch nie gegeben, dass Flüchtlinge ein Angebot, direkt ausgeflogen zu werden, abgelehnt haben. Ja, weil mit dem Ausflug natürlich das Ziel verbunden ist. Natürlich, weil sie nicht nach Finnland, Schweden schon, aber Luxemburg, Holland, Frankreich. Sie wollen sich das Ziel selber aussuchen. Haben Sie irgendwas gehört, dass Portugal sich an dieser Debatte beteiligen würde oder Spanien, nicht mal Frankreich? Und wenn sich das Ziel nicht aussuchen können. Frankreich mit 24.000 Flüchtlingen. Verteilt, glaube ich, auf 2 Jahre so oder 3 Jahre. Das ist, glaube ich, die Bilanz, die der bayerische Freistaat in einer Woche hat. Herr Hilmer, Sie gehen davon aus, dass die Kanzlerin bei den nächsten Landtagswahlen im nächsten Jahr noch im Amt sein wird als Kanzlerin? Also das kommt jetzt sicherlich auf die weitere Entwicklung an. Ist aber das nicht eine sehr optimistische Prognose? Sie hat schon ein ziemlich stabiles, positives Stimmungsbild. Allerdings, sie hat jetzt einen Bereich, wo sie nicht glänzt. Wir sehen es ja auch jede Woche. Sinkt die CDU ein bisschen tiefer und das hat natürlich in erster Linie mit dieser Position zu tun. Und das bis zum März, April nächsten Jahres hochrechnen, werden es dann noch 20% sein. Ja, die Botschaft jetzt erst einmal war ja auch, wir haben es ein bisschen besser im Griff. Wir ergreifen eben Maßnahmen, die zur Begrenzung führen sollen, wenn das funktioniert. Und wenn eben die Integration klappt, dann ist es sicherlich kein Problem. Dann kann sie immer noch als strahlende Siegerin hervorgehen, wenn zum Beispiel die deutsche Wirtschaft dann in irgendeiner Form davon profitiert. Aber das sind eigentlich wirklich sehr offene Fragen und das sind vor allen Dingen sehr schwierige Fragen. Auch Beschleunigung der Asylverfahren natürlich, wie greift das? Da hört man ja sehr unterschiedliches. Was Sie gerade gesagt haben, ist so wahrscheinlich, wie es wahrscheinlich ist, dass Hertha BSC die Bundesligameisterschaft bekommt, nicht wahr? Wobei leichte Chance ist immer noch. Wobei die gar nicht so schlecht waren in den letzten Spielen. Warten Sie das Ende der Saison. Herr Broder, Sie haben gesagt, und da tut sich natürlich der Publizist, der Weltautor sehr leicht, Sie haben gesagt, den deutschen Hauptsatz formuliert, Seehofer ist ein zahnloser Papiertiger. Also das ist ja eigentlich eine doppelte Problembeschreibung.
Jetzt frage ich Sie, wo soll Seehofer denn Zähne zeigen können, wenn große Teile des Problems ja nur über die Bundespolitik gelöst werden können und nicht über das Land. Da bleibt ja nur noch die Kraft des Wortes, ob mit oder ohne Zähne. Nun ja, er hat ja versucht, Zähne zu zeigen. Dann hat er aber die Stoßzähne ganz schnell wieder eingefahren. Er hat ja zum Beispiel damit gedroht, die drei CSU-Minister, die ja ohnehin wahnsinnig unauffällig sind, aus der Regierung zurückzuziehen. Man wird es wahrscheinlich nicht merken, wenn sie nicht mehr da wären. Davon ist auch nicht mehr die Rede. Aber er könnte auch massiv damit drohen, die Koalition zu verlassen oder die Parteigemeinschaft. Es gab ja schon früher Versuche der CSU, auch unter Strauß, zumindest die Androhung, 76, die Androhung, dass die CSU bundesweit gehen könnte. Ich schätze Seehofer sehr, weil er der Einzige ist in dieser Runde der Wasserschlepper und Trittbrettfahrer, der Einzige, der gewagt hat, der Kanzlerin zu widersprechen. Es waren noch ein paar aus der Fraktion dabei, aber es war am massivsten dabei aufgetreten. Aber daraus wurde nichts. Jetzt reden sie über Transitzonen und jetzt pflegen sie alle den Glauben, sie könnten diesen Flüchtlingsstrom stoppen. Sie sagten, wenn es gelingt, wenn dies und dieses gelingt. Ja. Das sind sehr viele Konditionen, die sie an den Vorgang knüpfen. Aber Ihre Innenministerin, Hanni Mikl-Leitner, glaube ich. Johanna Mikl-Leitner, ja. Hat einen sehr klaren Satz gesagt. Sie hat ziemlich wörtlich gesagt, ihre Kanzlerin hat die Leute eingeladen, soll sie jetzt damit zusehen, wie sie damit klarkommt. Das war eigentlich die Aufforderung, die Gärten des Bundeskanzleramtes für die Flüchtlinge aufzumachen. Und wenn das passieren würde, wäre es doch eigentlich eine schöne Geste, finden Sie nicht auch? Also es ist sicher statt in Österreich... der Ostmark zu sagen, was ihr machen sollt. Nein, es ist sicher so gesehen worden, auch in Österreich, dass die Kanzlerin eine Einladung ausgesprochen hat. Und dass Österreich gesagt hat, okay, wir helfen dabei, dieser Einladung Folge zu leisten, indem wir den sicheren Transport von einer Grenze zur anderen gewährleisten. Ja. Aber Österreich sieht sich, und das ist auch in der Bevölkerung so, als Transitland. Wir sehen uns, also die meisten Leute sehen Österreich nicht als das Land, wo die Flüchtlinge alle bleiben werden. Was steckt hinter diesem Zauberwort, Herr Broder? Also Seehofer will sie diese Transitzone, Merkel will sie jetzt auch, mehr als vorher, ein bisschen halt. Gabriel will sie nicht und sagt, was sagt er? Riesige Haftzonen, juristisch und organisatorisch problematisch. Natürlich gibt es anderswo schon Vorbilder. An Flughäfen. Ja. Aber das ist was anderes. Das sind geringe Kapazitäten. Andere Dimensionen. Andere Dimensionen. Aber was steckt dahinter? Ist das jetzt einfach ein Zeichen? Schau mal her, wir finden eine Lösung, wir zeigen, dass wir handeln. Oder steckt dahinter wirklich ein Teil der Lösung des Problems? Nein, das ist Wortklauberei. In Österreich wurde letzte Woche zum Beispiel versucht, das Wort Zaun zu vermeiden. Und Ihre Innenministerin hat von technischen Anlagen, glaube ich, gesprochen. Technischen Baumaßnahmen. Technischen Baumaßnahmen, ja. Nur das Wort Zaun nicht in den Mund nehmen. Das sind keine Transitzonen. Weil aus einer Transitzone können Sie in beide Richtungen gehen. Sie hat auch eine Transitzone, natürlich Zufluss von beiden Seiten. Das sind Internierungslager. Yeah. Insofern, es fällt mir schwer zuzugeben, die SPD hat recht in dem Falle. Das sind Massengefängnisse, die müssen bewacht werden. Und sie werden den Zustrom natürlich dadurch nicht stoppen. Yeah. Weil schon jetzt gibt es 5 offizielle Grenzübergangspunkte zwischen Österreich und Bayern. Und erstaunlicherweise läuft der Flüchtlingsstrom zum Teil an diesen 5 Übergangsstellen vorbei. Es gibt ja viel mehr Übergänge. Also die Flüchtlinge sind großartig organisiert. Ich finde, wir erleben ein Meisterwerk an Logistik. Und diesem Meisterwerk ist die Bundesregierung und ihre Hilfsapparate sind diesem Meisterwerk nicht gewachsen. Herr Broder sagt zwar, zahnloser Tiger, da ist nichts passiert. Was wir erlebt haben, ist eigentlich ganz was Verrücktes. Merkel ist zwar noch mal deutlich in die Mitte gerückt in dieser Frage, bekommt ja auch weitaus mehr Zustimmung bei den Grünen als bei ihrer eigenen Partei. Herr Broder, haben Sie das Gefühl, die Regierung neigt dazu abzuwiegeln, weil sie befürchtet, die Stimmung könnte weiter kippen? Ja, eindeutig. Und sie kippt ja auch schon. Wenn Sie sich die Äußerungen innerhalb der Regierung anschauen, dann reden einige Minister, Staatssekretäre und Abgeordnete heute schon so, wie vor 4 oder 6 Wochen auf Pegida-Kundgebungen geredet wurde. So weit ist das davon nicht entfernt. Nur es wird eben anders phrasiert. Sie sagten es eben zu Recht, eine Frage der Semantik. Sie sagen nicht Ausländer raus, sie sagen Eingrenzung oder Begrenzung der Einwanderung. Im Übrigen verschwimmen zurzeit alle Begriffe, was auch nicht gesund ist. Wenn das Asylrecht in dieser Weise angewendet wird, dann verschwindet es total. Das Asylrecht war nie gedacht als ein Instrument der Massenaufnahme. Es war immer ein individuelles Recht, bezogen auf Menschen, die verfolgt wurden, genau, und sich einer Gefahr entziehen wollten. Das UNO-Flüchtlingsrecht war natürlich für solche Fälle gedacht. Wir haben es nur nicht angewendet oder wir hatten nicht die Notwendigkeit, es anzuwenden, weil die einzelnen Asylfälle, die
zu uns kamen, in der Tat einzelne verfolgte Menschen waren. Und das ist ein Armutszeugnis, wenn ich das doch schnell sagen darf, dass wir zum Beispiel einen Mann, der in Saudi-Arabien zu einer barbarischen Strafe verurteilt wurde und da einmal im Monat oder einmal die Woche ausgepeitscht wird, dass wir dem von uns aus nicht Asyl anbieten, weil wir unsere guten Beziehungen zu Saudi-Arabien nicht verderben wollen. Und deswegen ist das Asylrecht in diesem Falle völlig außer Kraft. Sie können nicht 500 oder 800.000 oder 1 Million Menschen als Asylanten behandeln. Es ist eine Frage der Migration oder so wie es jetzt aussieht, zum Teil wirklich auch eine Frage der Invasion. Wir paktieren mal wieder mit Despoten. Damit haben wir schon immer die besten Erfahrungen gemacht. Wenn wir damit die Kontrolle zurückgewinnen? Wahrscheinlich ist es der Preis, den wir werden zahlen müssen.